So, willkommen zurück zu Pioneers of Pergonia, die Dimmel. Unsere Bäckerei ist fertig. Unsere Windmühle ist auch gleich am Start. Jo, die Weberei fehlt uns noch. Das ist jetzt auch ein Bauziel. Dann würde ich sagen, wir bauen hier vielleicht so erstmal lang. Die Münzbäckerei, die passt da nämlich genau hin. Das ist ja ein Träumchen. Und wenn der da die Münzbäckerei hinpasst, dann können wir ich baue die ein bisschen versetzt. Zack. Unsere Schatzkammer. Mein Schatz. So. Wohnhäuser. Das ist ja auch noch ein Ziel. Siehst du, das habe ich schon wieder total verdrängt. Kohle freigelegt, sehr schön. An Kohle soll es ja schließlich nicht scheitern, ne? Passt hier nicht zwischen oder was? Ach, Dreck. So. Also, dann haben wir, glaube ich, eigentlich alles bis auf ein Lager, aber die passen ja überall zwischen. Das ist ein Bau, das ist ein Bau, das ist ein Bau. Zumindest haben wir überall im Minimum schon mal eine 1 stehen. Muss jetzt jede Ecke hier nutzen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste reichen, genau. So, Holzfällerhütte müssten wir immer noch eine haben. Gehört das jetzt schon uns? Ich glaube nicht, ne. Wisst ihr was? Wenn hier eh noch so viele Bäume sind. Scheiße, hier passt natürlich wieder geh in eine Hütte irgendwo zwischen. Doch hier. Was soll's. Es ist ja ein Traum. Vielleicht kann ich sie drehen, dass es irgendwie passt. Sehr schön. Eine Schmelzhütte, da würde er ja eh eigentlich meckern, ne? Dass er noch eine zweite haben will, fällt mir gerade so ein. Da sollten wir schon mal vorausplanen und eine weitere bauen.
Waffenschmiede, da brauchen wir. Oh, was brauchten wir? Ich glaube Eisen. Schwert, ne? Eigentlich ja eins nur. Ich glaube, die Map wird ein bisschen länger dauern als die zweite. Was dadurch verschuldet ist, dass wir erstmal unser Material suchen mussten. Aber wird immer noch schneller fertig sein als Map Nummer 1, als wir alles noch kennengelernt haben. Als wir noch frisch verliebt waren. Ich würde mal fast behaupten, die Maps sind echt noch so extra gebaut, dass man sich gar nicht weit ausbreiten kann in eine Richtung. Na, zumindest. Ja, Zement ist halt noch das Problem aktuell. Wie sieht es denn eigentlich aus? Okay, wir haben noch. Das ist voll, Leute. Warum holen denn nicht gleich 16 Leute hier Steine ab? Okay, der hat auch schon einen Haufen. Na gut. Ein Gildenhaus haben wir. Hauen wir noch ein paar Planierer raus. Zack. Zack. Das kommt ja eh noch. Jetzt könnte ich mich tatsächlich da durchbauen. Ob das mache ich. Noch ein kleiner Verbindungsweg. Mal gucken, ob er benutzt wird. Jo, zumindest die Grenzsteine werden scheinbar gerade dahin gebracht. Aber. Was mich gerade irritiert ist. Ach, die kommt vom Steinmetz. Alles klar, gehen dann da lang. Okay, wollte gerade sagen. Wäre sonst ein bisschen unsinnig, wie sie laufen wären. Gut, der Rest latscht da scheinbar nicht so lang. Außer vielleicht der. Genau, vom Jäger und so, dass die das hier hinbringen. Also, ich denke mal, der Weg hat sich schon so ein bisschen gelohnt. So, Kohle ist unsers. Dann nehmen wir das noch ein. Wo ist denn jetzt hier die Grenze? Ist hier Wasser und dann Schluss oder wie oder was? Ja, was ist denn eine Kacke? Ne, dann hört die auf. Dann hört hier auf. Für einen Scheiß. Dann komme ich da wirklich nicht lang. Dann könnt ihr auch einfach mal eh noch Lucky Lucky machen. So, Steinmetz. Er will noch einen dritten Steinmetz.
Und noch ein Sägewerk. Passt hier noch ein Sägewerk hin? Ein dritter Stein. Metz. Würde eigentlich Sinn machen, wo Stein ist. Aber war hier nicht noch Stein irgendwo? Da oben. Wenn die da fertig sind, dann baue ich da noch den Stein mit hin. Da wäre auch noch Stein, okay. So, Bauarbeiter, das habe ich gemacht. Münzprägerei ist im Bau. Kohletagebau ist auch ein zweiter im Bau. Wohnhäuser haben wir im Bau. Weberei ist im Bau. Holzfällerhütte im Bau. Sägewerk im Bau. Steinmetz würde noch fehlen. Wir haben echt viele Baustellen momentan, ne? Ist die Militärakademie? Die ist auch noch nicht fertig, okay. Gut, Turm. Police. In Z-Richtung. Z was very nice. My English is so toll. I think it's the best English in the world. So. Könnte jetzt tatsächlich sogar so sein, dass wir beim Ziel der Expansion mal unter diesen 3000 oder whatever liegen werden. Ach ja, er will ja noch einen dritten Wachturm. Stimmt hier. Die 4 Holzspeere. Ach, die werden ja erst hier geliefert, ne? Ich baue mal nochmal welche. Ja, Dann bauen wir noch einen Wachturm. Dann können... Ach ne, der Wachturm ist das ja, der sich da ausbreitet. Na, die machen ja eh nur bis hierhin. Und dann kann ich die auch in Pause schicken. Was macht ihr hier? Habe ich keine Minenarbeiter? Sieht fast so aus, ja. Brauche ich vielleicht, Spitzhacken? Das wäre halt cool, wenn man irgendwo auch sein Material insgesamt sehen würde. Ich baue mal Spitzhacke. Ja doch, jetzt ist besetzt. Auf dem Weg, alles klar. Stein. Steinbruch.
Und er will aber einen Stein metzen, ne? Genau. Mal gucken, ob das so geht. Jetzt, ich kann mich hier... Jetzt mal ernsthaft, wozu habe ich hier Stein? Wenn ich hier kein... Hier rüber wahrscheinlich bloß, ne? Okay. So, hier wird auch Sackgasse sein, nehme ich mal an. Dann schicke ich die mal hier oben hin. Was? Bauarbeiter fehlt immer noch einer? Ah, okay. Fortgeschrittenen Soldaten. Da fehlt mir noch das Material, denke ich mal. Ja. Bevölkerung erhöhen. Oh, guck an. So, ich denke mal, hier wird tatsächlich der Weg dann vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt, ob der da wirklich lang geht. So, ansonsten müssten wir den Wachturm, na gut, der breitet sich ja eh hier aus. Sag ich doch, Sackgasse. Na gut, die Gebäude dauern hier noch ein Weilchen, bis sie fertig sind. Bevölkerung dauert auch noch, bis wir da die 400 erreicht haben. Wobei die 6 jetzt eigentlich relativ fix ging, ne? Nun müssen wir nochmal Häuser bauen. Also werden wir wahrscheinlich nur über die Häuser auch die Bevölkerung erhöhen können. Sag mal, baut ihr überhaupt hier in diese Richtung? Nee, hä? Bin gerade verwirrt. Ach, ich hab die... Statt den Entdeckerposten habe ich den Wachturm da oben hingeschickt. Ich bin ja ohne Held. So. Brauche ich natürlich
People. Den Fortgeschrittenen kriegen wir jetzt auch noch hin. Gut, dann denke ich mal, eine Folge werden wir hier noch schaffen. Also sage ich schon mal Spitze. Bedanke mich. Bis dann.